Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Der liebe Dölit hat ein neues Video hochgeladen, in dem er den Kalaud Lotus mit Alufolie direkt vergleicht, beide im Funnel gebaut. Wir sind trotzdem sehr, sehr gespannt. Es geht relativ lang, also würde ich euch empfehlen, drückt jetzt Pause, macht euch erst ein Köpfchen an, kommt dann wieder vorbei und dann gucken wir das Video zusammen nach dem Intro. So, also, wir starten mal rein. Hallöchen, liebe Shisha-Freunde. Ich habe heute mal wieder einen neuen Vergleich auf meinem Kanal. Heute dreht es sich um Alufolie versus Smokebox bzw. Kalu, HMD oder wie man das Ganze auch sonst noch so nennen mag. Wir hatten schon mal Alufolie versus Kaminaufsatz. Und daher der Hauptsache ihr letztlich Kalut. Ihr sagt ja auch nicht, oh, guck mal, eine Klut am Himmel. Oder, oh nein, meine Musik ist ja super Loot. Ja, das ist, nein. Oh, in so einem Wort ist Cloud oder laut oder halt K-Laut. Kennst du eigentlich die Muse-Verse? Die Muse-Verse. Grüße gehen raus an die Shisha-Schwaben. Georg, das heißt nicht Verse. Und das heißt auch nicht Sumo. Dachte ich mir, okay, machst du mal ein Vergleichsvideo, was, wo die Unterschiede sind, wo was besser ist. Ich mache das Ganze heute ein bisschen strukturierter. Ich habe ein paar Punkte. Ich werde erstmal ein bisschen das Vorwort plappern. Dann habe ich ein paar Punkte, die ich abklappern will, wo ich sage, okay, da ist der Sieger, da ist der Sieger und was ist mein Endfazit. Wir werden natürlich auch einen geschmacklichen Unterschied machen, aber erstmal, was haben wir hier nun gebaut? Wir haben in der Haskahuka Pinocchio einmal in der Wurzelholz-Variante und einmal in der Black-Variante einmal den Huka John 80 Feet mit Alufolie und Kaminsieb und drei Tom Kokocha C26 Kohlen. Auf der anderen Seite... Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es wäre schlauer gewesen, wenn man zweimal einen Oblako gebaut hätte. Weil wenn da jetzt Unterschiede sind, dann könnten das ja auch Unterschiede vom Kopf sein und nicht von Alufolie oder Smokebox. Weil, wisst ihr? Oblako Mono M ist natürlich identisch zum normalen Oblako M. Da der Kopf ja nun einen sehr großen Hype hat, dachte ich mir, ich nehme mal den mit dem Kalaud Lotus 1 Plus in Schwarz. Hallo. Ich glaube, Nieres heißt ja dann. Ich vergleiche das hier natürlich. Können wir einen Kalaud-Counter einführen? So. Hier bitte jetzt Kalut-Counter. Bing, bing. Zwei packen wir schon mal drauf. Mit dem originalen Kalu, da ich natürlich Fakes nicht bewerte und natürlich andere Kaluts, beziehungsweise nicht, ich will nicht andere Kaluts sagen, andere Smokeboxen habe ich nicht da. Und den Kalu kennt eigentlich jeder und deswegen dachte ich mir, mache ich das mit dem. Kurzes Vorwort, warum mache ich das nicht zweimal mit dem Oblako? Ich bin der Meinung, dass der Oblako mit Alufolie läuft, aber besser gemacht ist für Kalu. Das fände ich ein bisschen unfair. Deswegen habe ich für mich meiner Meinung nach den stärksten Alufolienkopf genommen gegen den stärksten einer der... Kann ich nachvollziehen? Bin ich bei ihm? Würde auch sagen, dass der 80 Feet mit Alufolie besser ist als der Oblako mit Alufolie. Aber trotzdem, wenn es halt in dem Video um Alufolie versus Smokebox geht, hätte ich trotzdem denselben Kopf zweimal gebaut. Aber ich verstehe Dölit auf jeden Fall. Der Blako M ist nicht der allerbeste Kopf der Welt, aber er ist ein sehr, sehr guter Kopf gegen einen sehr, sehr guten Kalu-Kopf, beziehungsweise einen sehr, sehr guten Smokebox-Kopf. Mhm. Oder Kalaud wollen ja immer viele, dass man das nennt. Und deshalb habe ich das so gemacht, weil ich hatte erst überlegt und aber wäre ja sonst unfair. Deswegen dachte ich mir, ich lasse den stärksten Alufolienkopf gegen einer der stärksten Smokebox oder der stärkste, für viele ist es der stärkste Smokebox-Kopf antreten. Ich würde mal sagen, wir fangen direkt an, beziehungsweise erstmal, was noch dazu gesagt ist, ich habe beide ein Stück unter den Rand gebaut, beide ungefähr gleich unterm Rand. Natürlich sind beide Depots ein bisschen unterschiedlich. Grammanzahl würde ich sagen, ist bei Noblako ein bisschen mehr. Ja, das ist jetzt aber kopfabhängig. Und was wollte ich noch sagen? Hier sind drei Reihen Alufolienlöcher drum. Und hier ist halt so auf Noppenkontakt gebaut, so locker flockig rein. Bei beiden ungefähr gleich stark reingedrückt. Also nicht reingedrückt, sondern so ganz leicht rein. Und in beiden ist auch Holster Mr. John gebaut, da bin ich sehr gespannt, ob das mit Holster Mr. John, ob man das gut vergleichen kann im Geschmacklichen. Und ich würde sagen, ich habe jetzt schon sehr viel gequatscht. Ich würde sagen, wir nehmen von beiden mal einen Zug und dann fangen wir direkt mal an mit meiner Abgrasungsliste, mit meiner Liste mit den Punkten, wo wer denn der Führende ist und wer denn hier im Endeffekt als Gesamtsieger rausgeht und was meine persönliche Meinung ist. Wir nehmen erstmal einen Zug vom 80 Feet, gucken, ob er anders, beziehungsweise vom Alufolien. Übrigens, alles, was blauer Schlauch ist, also blauer Schlauch mit silberem Mundstück, ist Alufolie. Schwarzes Mundstück, Carbon-Mundstück mit schwarzem Schlauch auf der schwarzen Pfeife ist mit Smokebox. Nehmen wir erstmal auf der Seite einen Zug.
Der ist definitiv an. Jupp. Safe ist der an. Aber sowas von. Jetzt probieren wir mal auf der Seite. Sieht nach ein bisschen weniger Rauch aus. Ne? Vom Auspusten her. Aber ja, er ist auch schon fast komplett zu 100% an. Ja. Fangen wir direkt mal an mit Punkt 1. Das ist die Kopfauswahl. Die Kopfauswahl ist natürlich... Sehr geil. David sogar wirklich mit dem Stichpunktzettel hier am Start. Finde ich nice. Beim Alu-Setup höher. Ganz klar, das muss ich direkt sagen, dass Alufolie da der Sieger ist, weil du kannst in dem Sinne jeden Kopf auf Alufolie rauchen. Du kannst aber nicht jeden mit Smokebox rauchen. Den 80 Feet kannst du zum Beispiel nicht mit Smokebox rauchen. Den Oblaco kannst du aber mit Alufolie rauchen. Deswegen geht der erste Punkt, sage ich auch direkt, an das Alufolien-Setup. Du kannst jeden Kopf mit Alufolie rauchen. Jeden. Also es gibt auch... Ich überlege gerade, aber mir fällt auch kein Funnel ein, den du nicht mit Alufolie rauchen kannst. Also ja, hat er recht, man kann mehr Köpfe mit Alufolie rauchen, als man Köpfe mit HMD rauchen kann. Auf der anderen Seite denke ich, es gibt genug Köpfe, die man mit Alu rauchen kann und es gibt genug Köpfe, die man mit HMD rauchen kann. Also Kopfvielfalt würde ich sagen, ja, bei beiden. Ist da irgendwas besser? Ja... Dödet hat schon einen Punkt mit dem, ja, Alufolie so, verstehe ich. Aber wäre jetzt kein Punkt, wo ich sagen müsste, ha, Alufolie, hab ich dir doch gesagt. So, Alufolie ist halt multifunktionell, das geht halt wirklich auf jeden Kopf. Es geht bei manchen Köpfen, ich sag persönlich auf dem Wertpunkt Zeus, so finde ich das nicht perfekt. So, da kann man das nicht so geil spannen, aber es gibt wirklich mehr Köpfe, die du mit Alufolie rauchen kannst, als mit Kalu bzw. Smokebox. Kann sein, dass ich manchmal HMD, Kalu oder Smokebox sage übrigens. Sorry dafür, der Punkt geht direkt an die Alufolie. Der zweite Punkt ist der Preisunterschied. Preisunterschied, ganz klar auch wieder der Sieger, die Alufolie, weil die Alufolie natürlich günstiger ist. Ich sag, man kann. Auf der anderen Seite müsste man jetzt mal ausrechnen, wie viel Panzeralu man braucht pro Kopf, wie viel das kostet. Auf eine Packung und wie lange hält ein Kalaut, wenn du den gut pflegst? Ewig. Also wenn du planst, lange Shisha zu rauchen und viel Shisha rauchst, dann würde ich sagen, lohnt sich ab einer gewissen Zeit wahrscheinlich der Kalaut mehr als die Alu. Aber der Unterschied, also man müsste wahrscheinlich schon sehr lange rauchen, bis man so einen 60-Euro Kalaut da raus hat, ne? So, aber ein Kaminsieb hat eigentlich jeder zu Hause und ist bei jeder Pfeife, sag ich mal, dabei. Bei der Beidodach sollte auch jeder einen Kalaut zu Hause haben, aber... Ja, mehr Leute haben wahrscheinlich einen Kamin daheim als eine Smokebox, aber musst du dir halt auch kaufen. Muss man eigentlich dazu rechnen, aber das ist halt ein 10er oder ein 5er oder so, ja, was das kostet. Kriegst du wahrscheinlich nur mit dem Kamin zusammen, dann lass das 10, 15 Euro kosten. Was kostet eine Packung Alufolie? 5er für, weiß ich nicht wie viel. Je nachdem. Ein Kaminsieb hat man eigentlich zu Hause rumflattern und Alufolie, ich habe jetzt die Somo-Alufolie genommen, da kostet glaube ich 50 Blatt. 10 Euro, es gibt natürlich für 8 Euro. Okay, 50 Blatt kosten 10 Euro. Oh, 5,90. Okay, dann hat Dödet Mist erzählt. Dann rechnen wir nochmal mit 5,90 €, wenn man die so günstig bekommt, mal 50 Blatt. Dann zahlst du für 50 mal 5,90 €. So, das heißt, rechnen wir mit 5 Euro, dann brauchst du 12 Packungen. Nach 12 Packungen Somo Alufolie für 5 Euro hättest du eine Smokebox raus. Und 12 Packungen Alufolie bei 50 Blatt, also ich glaube, das schaffen manche Leute in einem Jahr oder weniger, dass sich das lohnt, eine Smokebox zu holen. Also ist Alufolie billiger, wenn du wenig rauchst, wenn du Alufolie mehrmals nutzt, wenn du aufpasst, dass da nichts dranhängt. Und so weiter, dann ist es lange Zeit günstiger, eine mit Alufolie zu rauchen. Aber wenn du viel rauchst, lohnt es sich schnell oder innerhalb von unter einem Jahr lohnt es sich, eine Smokebox zu holen. Es gibt natürlich für 8 Euro diese Rollen. Ich weiß nicht, wie viel Meter die sind. Man muss natürlich dazu sagen, auf Dauer ist die Smokebox aber wieder günstiger, weil der Kalu kostet, so wie er da drauf ist, 60 Euro. Und man muss natürlich dazu sagen, irgendwann rentiert sich der Kalu aber wieder. Kalaut. So, weil da hast du ja eine einmalige Investition, hier hast du eine dauerhafte. Für einen Anfang, also ich weiß nicht, wie lange man mit so einer Rolle kommt, aber locker über 100 Köpfe Panzeralufolie. Ich rechne mal mit Panzeralufolie, ich denke mal mit Haushaltsalufolie werden wir noch günstiger. Ja, da gibt wieder einen Punkt an die Alufolie, weil du halt günstiger bist. Übrigens von der Kopfauswahl, das ist jetzt kein Punkt. Ich finde, das kann man nicht so sagen. Wenn du einen Shisha-Raucher nimmst, der viel Shisha raucht, musst du sagen, auf ein Jahr gerechnet ist der Kalaut günstiger.
bei einem können wir uns glaube ich einig sein, so eine Smokebox hält euch auf jeden Fall länger als ein Jahr. Außer ihr seid Dummköpfe und legt die auf die Turbine und vergesst die oder so. Dann geht die kaputt, aber wenn ihr so eine Scheiße nicht macht. Köpfe sind genauso. Also der kostet, klar, der kostet jetzt ein bisschen mehr. Der früher kostet, glaube ich, 35. Der Oblaco Mono M25. Natürlich gibt es auch teure mit für Kaloo bzw. Smokebox. Natürlich kannst du auch auf dem günstigen mit Kaloo rauchen. Oder hier kannst du auf dem teuren mit Dingsraum mit Alufolie. Das habe ich jetzt mal nicht reingerechnet. Also Kopfpreisunterschied, weil Alufolie halt nun mal auch auf der anderen Seite immer geht. Dann, wie es aussieht mit der Hitze. Direkt ein sehr, sehr interessanter Punkt. Ich würde sagen, ich ziehe mal erstmal noch mal ein paar Mal. Das ist nämlich so ein Punkt, da bin ich mir ein bisschen uneinig. Ich habe zwar aufgeschrieben, dass ich den Punkt der Smokebox gebe, da du besser mit der Hitze spielen kannst. Du musst die Kohle einfach nur oben rauflegen. So zwei Kohlen reichen auch easy aus. Sobald du hier nur mit zwei Kohlen rauchst, ist es zu wenig. So, sobald du hier drei Kohlen halt wirklich gut reinlegst. Und wenn man dann noch dazu rechnet, dass man bei der Smokebox theoretisch immer eine Kohle sparen kann, dann lohnt sich noch früher. Just saying. Übrigens, das ist der fünfte Zug erst oder so, ne? Die Kohlen, glaube ich, ein bisschen zu weit reingelegt. Also hier kannst du klar mehr mit der Hitze spielen. Du kannst sie ein bisschen an den Rand legen oder so. Oder weiter rein oder weiter raus. Sobald du aber eine Kohle rausnimmst, finde ich, ist bei Alufolie immer zu wenig Hitze. Da ist natürlich... Also klar, wenn du eine Kohle runternimmst, hat Dödit auf jeden Fall recht, dann ist es zu wenig. Aber ich finde, du kannst bei beiden relativ angenehm mit der Hitze spielen. Also ich weiß genau, wie ich mit einer Smokebox umgehen muss. Ich weiß genau, wie ich mit Alufolie und Sieb umgehen muss. Ich glaube, das ist einfach nur eine Gewöhnungssache. Also das kriegt man bei beiden gut raus, dass du genau richtig Hitze an den Tabak kriegst. Finde ich die Smokebox der Sieger, da du auch mit zwei Kohlen rauchen kannst. Übrigens, ich mach's mal sofort. So, Freunde, bin ich wieder. Es ist langsam ein bisschen vernebelt. Ich habe mal meinen Rauchmelder abgemacht und ausgemacht. ja, wie gesagt, du kannst bei der Smokebox nochmal besser spielen. Wenn ich da die dritte Kohle jetzt rausnehme, du kannst auch easy mit zwei Kohlen rauchen. Das ist hier halt nicht so einfach möglich. Dann würde ich direkt sagen, kommen wir direkt zur Dauer. Ich überspringe mal kurz den Punkt Geschmack, weil das können wir ein bisschen später. Die Dauer, finde ich, ist ganz klar der Smokebox der Sieger da, die halt wirklich, wenn die sich aufwärmt, ist das halt wirklich... Das ist halt schon ewig die Hitze. Also ich sag mal wirklich, bis anderthalb Stunden kommst du schon gut hin. Ich finde, der Name vom Punkt ist unglücklich gewählt, weil die Rauchdauer hängt nicht mit dem ab, was ihr oben drauf setzt, sondern mit welchen Kopf raucht ihr und wie viel Tabak muss da rein und wie habt ihr gebaut. Wenn er jetzt gesagt hätte, wie lange halten die Kohlen, hätte ich auch gesagt, yo, Smokebox kriegt den Gewinn, weil dieses kleine Stück hier ist praktisch wie ein Mini-Windschutz, der halt schon in diesem Aufsatz integriert ist. Das heißt, die Kohle kriegt ein bisschen weniger Wind. Wenn ihr draußen raucht, merkt man das übrigens krass. Dann hält eine Smokebox definitiv länger als so ein Alufolien-Setup. Drinnen macht es einen minimalen Unterschied, aber ich würde auch sagen, dass die Hitze da länger in der Smokebox gehalten wird. Also ja, er hat recht, die Smokebox hält länger die Hitze, aber nein, er hat unrecht. Die Rauchdauer hängt natürlich mit dem Kopf und mit dem Tabak ab, aber das weiß der David auch. Das war höchstens ein bisschen unglücklich formuliert. Alufolie Stunde 10... Stunde 15, so hier hast du so auch so, also wie gesagt, Stunde 20 bei der Smokebox. Ich finde, die ist von der Dauer besser, weil die Smokebox halt die Hitze besser speichert, so, weil du ja was Metallisches hast, was dick Metallisches, dick in Anführungszeichen, und das speichert halt besser die Hitze. Deswegen ist dort ganz klar, dass die Smokebox der Sieger. Von der Reinigung, punkto Reinigung, geht ganz klar an die Alufolie, weil... Klar, man kann sie öfter verwenden. Grüße an Schmitti an dieser Stelle. Der hat früher mal seine Alufolie mehrmals verwendet, also weiß ich, eine ganze Woche lang durch. In dem Sinne, du einfach... Wenn nichts bei euch unten an der Alufolie dranhängt oder nur ganz minimal, könntet ihr auf jeden Fall mehrfach benutzen, so, warum nicht? Aber auch ein Kalaut ist relativ easy zu reinigen. Also wenn du da erstmal weißt, wie du es machen musst, das ist kein Ding. Nehm ihn in die Hand, hab so eine Drahtbürste aus dem Baumarkt, geh da einfach unten drüber. Wenn es noch nicht krass sauber ist, lege ich es nochmal kurz in ein Wasserbad, lass das einfach eine Stunde im Wasserbad legen, nehme eine andere Smokebox oder so oder rauche mal einen Alufolienkopf, whatever. Oder ich gehe halt noch weiter mit der Bürste drüber und nehme ihn gleich nochmal. Dann trocknest du ihn noch kurz ab und dann geht's weiter. Okay, Kopf hält noch perfekt. In dem Sinne, wenn du einfach nicht zu hoch baust und an der Alufolie sich nichts anbappt, kannst du halt in dem Sinne, ja, kannst du die öfter verwenden. Smokebox, wenn du das Problem hast, bappt es unten an. Musst dir dann am besten einen Schrubber besorgen, also am besten eine Drahtbürste, und kriegst das so natürlich richtig ab oder mit der Zange so abkratzen. Macht eine Smokebox irgendwann nicht mehr schön, muss man ganz klar sagen, aber Alufolie hast du da halt das Ding. Klar, du hast dafür wieder Müll. Ja, das ist natürlich wieder klar. Du hast wieder unnötigen Müll. Neben dem Tabak hast du halt noch Alufolie, die du verschwendest. Das hätte man natürlich auch mit einberechnen können, sehe ich jetzt aber mal als
lasse ich mal rausfallen, den Punkt. Viele werden jetzt sagen, oh, wie kann man Müll rausfallen lassen? Natürlich weiß ich Müll und so, aber ihr wisst, was ich meine. Ich nehme mal kurz von beiden einen Zug hier und dann geht's weiter. Und zwar der nächste Punkt ist der Punkt, bis wann es losgeht oder wann es losgeht. Ah, okay. Wann geht schneller los? Geht an die Alufolie. Weil die Alufolie Nummer 4 schneller losgehen kann und machst halt drei Kohlen rauf, wartest vielleicht eine Minute und nimmst ein paar Züge an und es geht direkt los. Bei der Smokebox musst du halt immer so 5 Minuten warten. Die ersten Züge bei der Smokebox, also Kohle rauf und direkt schon losziehen, bringt eigentlich nichts. Natürlich ziehst du die Kohle schon mal ein bisschen an, es bringt aber im Grunde nichts, da halt die Smokebox sich eh aufheizen muss. Also entweder wartest du halt 5 Minuten. Bei mir ist es auch in der Lust und Laune. Manchmal lasse ich die halt wirklich auch 7 Minuten drauf liegen so, und dann nehme ich den ersten Zug, oder ich lasse die 2 Minuten drauf liegen und ziehe schon die ganze Zeit so. Also es ist bei mir immer nach Lust und Laune. Aber da ist die Alufolie deutlich schneller, weil du deutlich schneller auf ein dickeres Rauchergebnis kommst. Stimmt, ja. Bei Smokebox muss man ein bisschen warten, bis die an ist. Ich hole mir in der Zeit noch was zu trinken oder was zu snacken oder mache Serie an oder mache ein Spiel an oder whatever, was ich gerade zu tun habe neben der Pfeife. Falls ich nebenbei was mache, und dann bockt mich das eigentlich nicht großartig. Ich lege die Kohle drauf, mach noch kurz was, nehme den ersten Zug und das Ding ist voll an. Und dafür muss ich null anrauchen, was ich auch geil finde. Hatte ich gerade am Anfang auch. Also ich hatte hier die Kohlen identisch ungefähr draufgelegt, vielleicht hier 10 Sekunden später. Und hier war ja viel schneller an, also viel schneller. Und dann ein Punkt, den ich halt auch mit reinnehme, der jetzt mich vielleicht nicht mehr unbedingt betrifft, aber Anfänger, ist der Punkt der Schwierigkeit. Das liegt an den Kopfbau-Skills, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde jetzt die Alufolie vorziehen, dass die Alufolie du weniger Probleme hast beim Kopfbauen, da du hier halt mit der Hitze das Problem hast. Wenn du auf zu viel Kontakt baust, zu viel Hitze baust, dann hast du Durchzugsverlust. Also da würde ich tatsächlich keinem einen Punkt geben oder unentschieden sagen. Kannst auch bei der Alufolie die Spannung verkacken und dann ziehst du die Alufolie an, hast keinen Durchzug. Das kann dir bei der Smokebox nicht passieren. Kannst auch bei der Alufolie zu hoch bauen und hast Kontakt und es verbrennt dir. Das kannst du auch beim Oblaco machen. Da würde ich jetzt keinem einen Punkt geben, um ehrlich zu sein. Das kannst bei beiden den Kopfbau verkacken. So, musst Alufolie bauen können, musst mit Smokebox bauen können. Das ist, ne? Bei der Alufolie auch passieren, außer du kannst halt wirklich gut spannen. So, also du musst halt spannen, dass es nicht reißt. Viele spannen halt wirklich wie der letzte Larry und du dann in dem Sinne, wenn dann ein Tabakblatt schon das durchdrückt, so. Dafür ist ja das Kaminsieb da, dass das die Alufolie nicht runterdrückt an das Funnelloch. Ist natürlich ein Punkt, da sage ich, das liegt an eigenen Kopfbau-Skills. Ich würde jetzt auch die Alufolie sagen, würde jetzt aber persönlich sagen, der Funnel lässt sich einfacher bauen, mit Smokebox. Wenn ich überlege draußen, wenn ich draußen Bilder mache, sehe ich jetzt mal als Punkt, da habe ich nie wirklich Lust, einen Kopf zu bauen, ist das einfacher. Ich mache den Tabak mit der Gabel rein, Smokebox rauf, fertig. Sorry, der hat mein Handy kurz vibriert. Da bist du ja schon direkt fertig. Tabak rein, Kanu rauf, fertig. Hier auf dem Knie irgendwie die Alufolie spannen, irgendwie mit dem Lochstecher die Löcher stechen, so halbwegs gerade. So, und das ist immer so ein Akt, wo ich mir denke, oh. Deswegen habe ich schon manchmal draußen keine Lust, Köpfe zu bauen mit Alufolie. Da baut es sich halt so einfacher in dem Sinne. Du hast aber das Problem, klar, du musst die Erfahrung haben, wie du das im Endeffekt baust. Ich baue es persönlich immer am einfachsten. Klar kannst du auch höher bauen. Ein Stück und dein Rand ist leichter Noppenkontakt dann. Und dann läuft es bei mir immer. Also es ist noch kein... Oder klar, gab es auch mal Köpfe, die gar nicht liefen. Aber zu 98% der Fälle laufen die immer. So. Kommt natürlich auch noch tabakabhängig. Also, hier ist es halt... Oder es gibt zwei Sachen, die man bei einer Smokebox falsch machen kann. Sagen wir 2,5. Fehler 1 ist, du baust viel zu hoch und viel zu gedrückt und dann ist dein Durchzug am Arsch. Das kann passieren. Fehler Nummer 2 und der wahrscheinlich am häufigsten gemachte Fehler bei einer Smokebox. Irgendjemand hat auf YouTube gezeigt, er raucht mit 2,5 Kohlen für 10 Minuten in einem Video. Der Hannebumble hat gesehen, ey Digga, der raucht im YouTube-Video immer mit 2,5 Kohlen. Ich rauche auch mit 2,5 Kohlen, in einer Viertelstunde ist der Kopf verbrannt und er fragt sich, ja, was ist hier los? Schmeckt scheiße, Smokebox ist kacke, Funnel ist kacke, alles Dreck, alles Schmutz, will ich nicht. Fehler Nummer 2 bei Kalaut, zu viel Hitze. Also du kannst entweder zu hoch bauen oder zu niedrig bauen, dann hast du entweder keine Ergebnisse oder der Durchzug ist verkackt oder du gibst zu viel Hitze und dein Tabak verbrennt. Du kannst aber
auch wenn der Durchzug kacke ist, wenn du ein bisschen zu viel Tabak genommen hast, kannst du die Smokebox ein bisschen heben, ein bisschen drehen. Solange man nicht zu viel Hitze auf so einen Smokebox-Kopf gibt, kann man einfach nicht so viel falsch machen. Mach deinen Kopf knapp unter den Rand, locker fluffig voll, schön verteilen, Smokebox Drive, 2 Kohlen rein, 5 Minuten warten, zieh und das Ding ist an und das läuft. Und dann musst du nicht alle Viertelstunde an der Kohle rumspielen. Klopf einmal in der ersten Stunde irgendwann gegen Ende die Kohle ab, dann legst du nach einer Stunde Kohle nach und dann läuft das Ding nochmal. Alter, es ist so fucking easy. Unterwegs ist halt die Anstrengung. Ich sehe mal eher die Anstrengung, die Schwierigkeit zu bauen, nicht wie es im Endeffekt schmeckt. Schmeckt draußen so auch, aber wie gesagt, ich kenne mich und ich mache keine Bilder eigentlich mehr draus mit Alufolie, weil ich immer keine Lust habe, auf Alufolie zu bauen. Oder auf dem Festival war ich ja auch schon so. Und da habe ich das ein ganzes Wochenende nur mit Alufolie einen Tag gebaut und immer so irgendwie über ein Knie gespannt, so mit dem Kopf so. Nee, also nee. Ist abhängig. Risiko, dass was passieren kann, habe ich auch mal als Punkt reingenommen. Ist eher so, sehe ich jetzt als nicht wirklich gewichtig, aber irgendwo zum Teil auch passierte. Kann man beide Pfeifen umwerfen. Könnte bei beidem Kohle runterfallen. Also wüsste ich jetzt nicht, was ich da wem zuschreiben will. Aber vielleicht hatte du gute Punkte. Wir hören mal weiter. Bei der Smokebox eigentlich nichts. Wenn du die Kohlen da reinlegst, klar, dass der Kopf sich von der Kopfdichtung lösen kann, das kann bei beiden passieren. Aber ich meine jetzt, dass das runterfliegen kann. Passiert hier halt eher als jetzt hier. So, hier die Kohle auf Kipp, auf Hashtag Kannenbasis. Grüße an Kasse an der Stelle, an Yannick. Da passiert dir nichts, wenn ich hier in der Pfeife wackel. Wenn ich hier wackel, klar, jetzt wackel ich auch ein bisschen doller, bewegt sich die Kohle schon hin und her. Na? Hier bewegt sich nichts. So, die Kohle liegt da drin perfekt. Jetzt habe ich die Kohle da oben verrückt. Weiß nicht. Klar. Also ich glaube, bis da was passiert, müssten beide Pfeifen umfallen oder der Kopf umfallen und dann ist bei beiden Kacke. Also würde ich jetzt auch keinem einen Punkt geben von beiden. An der Stelle, wenn du gegen die Pfeife haust oder die Pfeife umhaust, haust du bei beiden die Kohlen um. Das ist natürlich ganz klar, weil ich meine jetzt, wenn die Pfeife so ein bisschen wackelt, ich möchte damit jetzt kein Erdbeben andeuten oder so, sondern einfach, wenn du mal am Schlauch so ein bisschen ziehst oder wackelt. Letztens ist mir auch, habe ich in der Story erzählt, ist der Schlauch, das war nicht der, es war ein anderer, ist so komisch, ich wollte ihn so rumbiegen und habe den so geknickt und dann ist die Seite hier unten, weil die ja so ein bisschen Drall hat, gegen Kamin, abgeräumt das Ding. So, das würde mir dort nicht passieren, da der einfach nur ein Stück. Oh nein, nicht den schönen Nierenkratzen. Und hier schiebe ich schon den ganzen Kamin mit rüber. So, also da geht der Punkt für mich persönlich an die Smokebox. Von der Rauchmenge, ich würde sagen, ich rauche zwar gleich die Bude voll, aber wir nehmen mal ein paar Züge. Zum Beispiel, ich puste mal in die Richtung, weil hier ist weiße Wand, das ist immer beschissen. Schwierig zu sagen, auf jeden Fall raucht es mit Smokebox Ultra. Sehr, sehr gut. Und hier? Der ist viel zu heiß, der stand viel zu lang. Also so raucht schon gerade sogar viel zu krass. Also der Tabak kriegt sogar gerade ultra viel zu. Ich merke, wie er ein bisschen einknickt. Das sieht man vor dem Fenster, wie der Rauch oben aufsteigt. Geht der Punkt persönlich an Alufolie, da du auf Alufolie mehr raus... Also, folgendes. A, du kannst die Rauchentwicklung bei den verschiedenen Köpfen nicht wirklich vergleichen. B, du kannst bei sowohl Smokebox als auch Alufolie auch eigentlich nicht sagen, dass es an einem Setup liegt. Ein Tabak hat immer ein gewisses Level an Temperatur, bei dem die Molasse... Also ihr wollt, euer Tabak trägt die Molasse. Ihr wollt die Molasse im Tabak verdampfen und da entsteht dann eben der Rauch, den ihr dann eben zieht und ausatmet und ui, sieht das schön aus. Der Tabak hat eine optimale Temperatur, auf der das Maximum an Molasse verdampfen kann, ohne dass der Tabak verbrennt. Man kann auch drüber gehen, dann verbrennt er irgendwann. Kann in 2 Sekunden soweit sein, kann in 10 Minuten soweit sein. Es kommt darauf an, wie weit ihr über diese Grenze geht. Und ihr könnt natürlich auch zu wenig Hitze geben und dann raucht er nicht so krass, wie er raucht. Aber sagen wir mal,
Die Rauchentwicklung hängt primär am Tabak und wie gut ihr die Hitze auf dieses Maximum, was der Tabak ab kann, einstellen könnt. Mit einem kleinen Sternchen. Verschiedene Funnel haben natürlich verschiedene Wege, die Hitze zu speichern und halten den Tabak schon auf einer gewissen Temperatur. Das kann sehr, sehr geil sein, weil jetzt, um den Bogen zu spannen zu einem Kamin, der Tabak hat kaum Kontakt zu der Hitze von oben. Unten sind Löcher drin, kriegt da kaum Hitze her. Also der Tabak liegt da irgendwie so nirgendwo, wird nicht so wirklich auf Temperatur gehalten. Dann zieht ihr direkt die Kohleluft ein, die heiße Kohleluft. Und dann entsteht der Rauch. Und deswegen wird der Tabak nie auf so einer geilen Temperatur gehalten. Kann natürlich sein, dass man jetzt sagen könnte, okay, die Alufolie hält die Temperatur besser drinne und dadurch staut sich das da ein bisschen mehr. Aber dann könntest du auch sagen, okay, dann musst du halt aber auch einfach 10 Grad mehr Hitze mit dem Kalaut geben. So, dann nimm vielleicht 27er statt 26er. Nimm vielleicht, weiß ich nicht, statt 2 Kohlen drinne 2 und eine auf Kipp. Oder noch eine kleine auf Kipp. Oder, weiß ich nicht, mach 2,5 Kohlen oder so. Aber dem Tabak die perfekte Hitze zu geben, sodass er sich perfekt entfalten kann, sodass ihr den auf der perfekten Temperatur habt, liegt eher mit der Kopfbeschaffenheit zusammen und mit dem Tabak zusammen, als mit dem, was da oben drauf ist. Weil auch ein Kalaut ist sozusagen nur eine Schicht Alu, die da drüber ist. Nur in einer etwas anderen Form. Ja? Deswegen finde ich schwierig. Punktuell auf Schnelligkeit kannst du mehr rausfahren, in dem Sinne Kohle in die Mitte einfach komplett und es raucht wie die Sau. Hier hast du eine Limitierung, weil heißer als heiß wird die Smokebox nicht. Hier kannst du die Kohle komplett... Du kannst die Smokebox genauso heißer werden lassen, wie du auf der Alu mehr Hitze geben kannst. Also den Vergleich verstehe ich nicht. Wo ich ihm recht geben muss, ist, bei dem Lotus ist der Hitzeanstieg langsamer. Also bis sich die ganze Masse an Alu beim Lotus erhitzt, dauert natürlich länger als bei der Alufolie, weil die Alufolie ja auch viel weniger massig ist. Du hast eine dünne Lage Panzeralu und da liegt direkt die Kohle drauf. Also klar, da kommt schneller die Hitze an den Tabak. Kann aber auch ein Nachteil sein. Du willst ja deinen Tabak auch nicht hitzeschocken. Wenn ihr Kohle auf euren Kopf legt, fängt der Tabak an, wärmer zu werden. Der Kopf fängt an, wärmer zu werden. Die Smokebox fängt an, wärmer zu werden. Und dann über die Zeit, wo ihr raucht, fällt das langsam nach unten. Legt ihr dann Kohle drauf und er kriegt voll den Hitzeschock. Kann das dazu führen, dass der Tabak schlagartig anbrennt? Wie oft ist es euch schon passiert, dass ihr am Anfang eine ganze Kohle nachgelegt habt und auf einmal war das Ding RIP? Und da muss ich sagen, das passiert weniger oft bei einer Smokebox als bei Alu, weil du bei Alu legst du Kohle drauf und die Hitze ist da. Bei der Smokebox geht es nicht so wie bei der Alu, sondern eher so und dann wieder hoch. Also das kann auch zu viel sein, aber wenn du zum richtigen Zeitpunkt Kohle nachlegst, ich sag mal so, es ist einfacher bei einer Smokebox Kohle nachzulegen und den Zeitpunkt richtig zu haben und den Tabak nicht zu schocken, als bei Alufolie. Also würde ich sagen, ja, es geht bei Alufolie schneller, aber bei Smokebox hast du eine kleinere Chance, deinen Tabak zu fetzen. Boah, was ist da für ein Rauch hochkommt? Raucht schon ultra grad. Also wirklich, die Alufolie gibt gerade alles. Müsst ihr persönlich mehr entscheiden. Ich muss aber gerade sagen, wirklich, die Alufolie, also der Tabak läuft gerade wirklich über dem Limit. Hier performt er gerade 1A. Ja, das ist wirklich. Das ist das, was ich meinte. Klar, die Alufolie raucht zwar gerade mehr, aber dann ist auch vielleicht, wenn hier das Limit ist, ist die Smokebox vielleicht gerade so hier und die Alufolie ist halt hier. Was jetzt für die Langlebigkeit des Rauchvergnügens, würde ich sagen, ist die Smokebox besser. Wobei ihr da noch ein bisschen mehr Hitze geben könnte, dann, wenn er sagt, ist ein bisschen drunter. Die Alufolie würde dann unweigerlich schneller am Arsch sein. Es gibt auch Overheating, Underheating, Underheating für länger rauchen, Overheating für, komm, ich knall mir kurz hier richtig schön in die Fresse und weiter. Hat alles seine Daseinsberechtigung, hat alles seine Anwendungsbereiche, aber man muss halt wissen, was man will und wie man damit umgeht. Das ist der wichtige Punkt. Aber again, hat jetzt eigentlich nichts mit Lotus und Alufolie zu tun, sondern eher mit eurem Hitzemanagement. Ja, euer Aufsatz ist ja nur euer Mittel, die Hitze weiterzugeben. Und ich glaube, du kannst beide Aufsätze, sowohl Alu als auch ein HMD, gut dafür nutzen, die Hitze schön einzustellen. Aber das liegt dann eben an dir. Ciao, Giselle. So, und hier läuft der wirklich gerade super, aber ein bisschen zu heiß. Ne? Er schmeckt zwar super, aber ein bisschen zu heiß. Würde aber persönlich sagen, den Rauchpunkt auf schnell viel Rauch und mal dick Wolken machen,
geht an die Alufolie. Langzeit viel Rauch geht für mich persönlich an die Smokebox. Weil hier ist wieder mit zwei Kohlen. Mit zwei Kohlen kommt hier immer noch guter Rauch raus. So. Und jetzt sind pro Seite drei Kohlen. Alter. Ich hoffe, dass man mich früher uns noch irgendwann hier sieht. Geschmackliche. Geschmackliche ist jetzt der letzte Punkt, den ich anschneide. Ich glaube, dann habe ich nichts weiter vergessen, weil ich habe ja, glaube ich, dann alles angesprochen. Weiß nicht, was man noch ansprechen kann. Ist denn wirklich, also klar, was man jetzt noch dazu erwähnen kann, ist die Verfügbarkeit. Möchte ich kurz drauf eingehen. Klar gibt es diese Fakes. Ich möchte. Wo gibt's auch Oblakos? Schön, dass du es fragst. Mich aber nicht da groß zu äußern, da ich nun mal das Originalprodukt nicht bewerben muss. Ich will nicht muss sagen, sondern man sollte nicht über ein Fake reden. Aber natürlich gibt es viele andere Bauarten von anderen Herstellern. Die sind natürlich von der Verfügbarkeit besser und günstiger wahrscheinlich. Ich spreche jetzt zum Beispiel, ihr kennt ja die Namen. Aber natürlich ist der Kalu von der, ich sag mal, mittlerweile begrenzter, obwohl er mehr Geld kostet, aber ich beziehe mich jetzt mal auf den Preis. Natürlich ist Alufolie von der Begrenztheit, kriegst du in jedem Laden, und Panzeralufolie gibt es so gut wie auch immer online. Also Panzeralufolie empfehle ich nun mal, die brauchst du nur Einlage. So, und das ist eigentlich immer verfügbar. So, das ist, was ich noch ansprechen will. Hätte man auch an dem Kopfthema am Anfang sagen können. Aber ich würde sagen, wir kommen auf den Geschmack, wenn der auch ein bisschen abgezogen ist und der Kopf hier mal ein bisschen weniger Hitze gibt. Kommen wir mal aufs Geschmackliche, was der Geschmack in der Smokebox sagt. Ich nehme mal abwechselnd die Züge. Obwohl, ich nehme mir mal noch einen dritten. Ich nehme mal abwechselnd, kommt nicht mehr vom HMD weg. Mr. John ist übrigens Zitrone, Pfirsich, Ananas. Der kommt hier viel unperformt darüber, wie damals mit Kaminaufsatz. Er kommt hier stimmig als Gesamtpaket rüber. Du schmeckst keine Nuance klar raus. Hier habe ich was sehr, sehr Zitruslastiges. Sehr, sehr Zitruslastig, leichtes Kribbeln auch. Auch jetzt beim Geschmack. Ja, ich schmecke auch Unterschiede. Würde ich aber auch eher wieder drauf zurückführen, wie gerade die Hitze an den Tabak kommt. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich schmecke einen Unterschied zwischen Alu und HMD wegen dem Alu oder dem HMD, sondern ich schmecke einen Unterschied, weil die Hitze anders an den Tabak kommt. Also irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ein bisschen weird gerade, aber so sehe ich das in dem Fall. Schwierig, wüsste ich jetzt nicht, wie ich das genau ausdrücken will, aber keine Ahnung. Ich rauche am liebsten HMD. Sagen wir es einfach so. Persönlich muss ich sagen, ich habe halt hier am meisten drin geraucht, den Mr. John. Mit Alufolie auch in dem Kopf am meisten. Mir persönlich muss ich jetzt auf Anhieb sagen, schmeckt er dort besser. Aber hier performt er besser. Hier performt er definitiv besser als Gesamtpaket. Ich finde generell, dass ein Tabak mit Alufolien-Setup, da ich ja sehr viel Alufolie mittlerweile geraucht hatte und dann mehr mit Smokebox angefangen habe zu rauchen, dass du aus Alufolie wirklich den letzten, ich sag's mal ganz voraus, den würde ich auch wieder sagen, ist vermutlich Punkt Geschmackssache. So, Dölit ist halt einfach Alufolie gewohnt, hat er selbst gesagt, raucht er sehr, sehr viel. Das ist so das, was er gewohnt ist, was ihm gefällt. Bei mir ist es HMD. Ich glaube, das ist eher jetzt, ich meine, es geht um Geschmack. Natürlich ist es Geschmackssache, aber für mich Geschmackssache HMD. Den letzten Bums und den Tabak wirklich durch den Kopf durchprügelst und den wirklich den letzten Rest gibst, bin ich der Meinung, weil du halt die Kohle komplett reinlegen kannst, da muss ich mal ein bisschen ausfälliger werden, weil es wirklich so ist. Ich hoffe, wie gesagt, man sieht mich noch, es ist mittlerweile alles hier drin verraucht. Du kriegst halt wirklich den letzten Rest raus, du prügelst den da wirklich da durch, beziehungsweise kann man da durchprügeln. Und das habe ich auch schon mit Tagessorten wie Turkish Bubbles, Code Red von Chaos. Finde ich mega geil, wenn du den wirklich durch den Kopf durchprügelst.
Hier performt er nur ein bisschen besser, aber er kriegt auch gut auf die Fresse. Vom Aroma performt er persönlich aber besser und stimmiger. Du rauchst natürlich auch sehr, sehr heiß hier. Ich finde, dass du auf Alufolie noch einen Ticken heißer rauchst, weil es halt direkte Hitze ist. Und genau das ist der große Unterschied. Klar hast du dort Löcher am Rand, aber die Kohle liegt ja eigentlich nicht über den Löchern. Hier liegt die Kohle direkt über den Löchern. Da kommt direkt, würdest du ohne Kamin sie brauchen, würde direkt die Glut dort reinfallen. Beziehungsweise die Asche, beziehungsweise nicht Glut, sondern in Anführungszeichen Splitter von der Kohle. Also wenn zum Beispiel was absplittert von der Kohle, mir fällt gerade das Wort nicht ein, also Partikel von der Kohle abfallen, fliegen in den Tabak. Du hast direkte Hitze. Das ist schwer zu erklären, wie ich das gerade sagen will. Ich weiß, was er meint. Wenn man einen Kopf gut durchraucht bei der Alufolie und einen Kopf gut durchraucht beim Kalaut, finde ich auch, dass der Tabak unter der Alufolie knuspriger rauskommt. Wenn du ziehst, fliegen ja manchmal so kleine Funken von der Alu weg, die ziehst du dann da direkt rein, aber das kann ja auch beim Kalaut passieren, wo beim Kalaut halt nur außen diese Schlitze sind, das heißt vielleicht ein bisschen weniger, weil die dann schon verglimmt sind, wenn die diesen Umweg da gemacht haben, aber weiß ich jetzt nicht. Es wird halt erst etwas heiß und dadurch fängt der Tabak an zu verdampfen, zu rauchen, dass die Molasse verdampft. Und beim Kopf ist so, also bei Alufolie ist so, dass es halt wirklich direkter ist, weil die Kohle liegt über den Löchern, also da kommt direkt die Hitze durch. Dort ist es indirekter. Klar kann man hier auch sagen, es ist in dem Sinne indirekte Hitze, weil halt du hast ja das Kaminsieb dazwischen und du hast halt die Alufolie. Die Alufolie heizt sich natürlich auch auf, das ist klar, aber du hast ja natürlich einen direkten Zugang. Hast du hier nicht direkt, hier sind ja die Löcher eher am Rand, würden die Löcher direkt vom Boden oder im Boden sein, dann hättest du ja direktere Hitze. Das ist so persönlich, was ich als großen Unterschied zwischen beiden Arten sehe. Könnt ihr vielleicht nochmal gucken, wie es jetzt aussieht. Definitiv zu heiß auf der der Seite hier. Ich sag wahrscheinlich eher die falsche Seite. Einfach die andere Seite. Hier kommt der halt wirklich zitruslastiger extremer rüber. Da kommen Nuancen, die mehr kitzeln. Und hier performt er gleichmäßiger. So, klar hast du ja auch diese Zitrusnote, die rauskommt, oder diese Ananasnote, aber er performt im Grundgedanke, da kommt so ein gleichmäßiger Ton rüber. Ich würde sagen, wir kommen mal zum Endfazit. Ich will es nicht noch länger halten. Das ist ein sehr, sehr langes Video geworden. Und ich weiß, dass sehr viele, oder ich hoffe, dass sehr viele das bis zum Ende geguckt haben. Ich habe mir gerade eben noch aufgeschrieben, was jetzt mein Fazit ist, beziehungsweise wie es denn punktuell aussieht. Ich habe mir aufgeschrieben, wer welche Punkte bekommen hat, weil ich das ja, wie gesagt, dann so ein kleines Punktesystem gemacht habe. Ich habe alle Punkte mal gleich werten lassen, weil für manche das wichtiger ist und für manche das wichtiger ist. Für Alufolie gehen die Punkte an die Kopfauswahl, Preis, rein für die Alufolie, die Reinigung und bis es losgeht. Für die Smokebox gehen die Punkte an Hitzespielen, wie man mit der Hitze spielen kann, weil es einfacher ist, wie gesagt, mit zwei Kohlen zum Beispiel zu rauchen, das geht da nicht so einfach. Die Schwierigkeit zu bauen, und das habe ich jetzt mal rein auf mich bezogen, da ich es einfacher finde unterwegs, natürlich ist das noch immer abhängig, was man schwieriger findet, aber wenn man weiß, wie man damit baut, dann ist es nicht schwierig. Dann das Risiko, dass was passieren kann, wenn was mal umfliegt oder was mal wackelt, ist natürlich dort geringer. Und die Dauer vom Rauchen, beziehungsweise von der Session. Heißt ein Punktestand von 4 zu 4. Zwei Punkte habe ich vergessen. Das ist der Punkt der Rauch und der Geschmack. Und das ist eine Sache, das muss man persönlich selber entscheiden. Da habe ich der Rauch ist bei Alu super, genauso wie bei Smoke. Okay, ja, das habe ich nicht kommen sehen. Das habe ich nicht kommen sehen. Aber ja, er hat auf jeden Fall recht. Aber habe ich nicht kommen sehen, dass er jetzt den hier macht. Da hat er uns einfach mal hops genommen hier. Box und der Geschmack, das ist natürlich eine absolut abhängige Sache. Deswegen kommen wir in Endpunktestand, weil ich für die Sachen nur einen halben Punkt gegeben habe, auf einen Punktestand von 5 zu 5. Und das heißt, ich sehe beide als gleich gut. Klar muss man da mehr Gewicht haben, wo man mehr Gewicht haben möchte. Es gibt manche Leute, die sagen, mir ist der Preis egal, was sowas kostet. Ich habe viel Geld. Manche sagen, mir ist es nicht egal. Ich mag das halt nicht so viel Geld auszugeben. Oder manche sagen, mir ist die Reinigung egal.
Oder manche sagen, ich kann nicht warten, bis es losgeht, es muss für mich direkt losgehen. Oder manche sagen, ich spiele lieber mal mit der Hitze und rauche lieber länger. Muss man persönlich selber entscheiden, das ist meine endgültige Meinung. Also ein Punktstand von 5-5, da ich für Rauch, da es für beide Seiten zählt, einen halben Punkt gegeben habe und für Geschmack, finde ich dort super, sowie auch dort super. Da, das muss ich zum Geschmacklichen noch sagen, ich feiere halt das heiße Rauchen, das Drücken in der Lunge und so und das Drücken im Hals, das feiern nicht viele. Ich kenne einige, sagen, ey David, du rauchst manchmal viel zu heiß. So, ich feiere das halt, das ist halt dort sehr einfach möglich. Muss man sagen, ich kann ja noch einen Zug nehmen. Vielleicht hat er sich jetzt ein bisschen beruhigt hier, der Gute. Ja, definitiv. Performt jetzt sogar ein bisschen besser. Aber es ist immer noch sehr, sehr viel Zitrusgeschmack im Vordergrund. Und wie sieht es auf der anderen Seite aus? Ich finde auch, der schmeckt hier einen Tick fruchtiger. Um ehrlich zu sein. Auch sehr, sehr fruchtig. Aber performt runter. Natürlich kann man hier auch, das sah geil aus, ey, der ist komplett gegen den Kopf geflogen. Natürlich performt es hier ein bisschen besser. Natürlich kann man dort auch extrem heiß rauchen. Aber bei Alufolie ist es nun mal einfach. Deswegen, Nennpunktestand von 5-5. Meine persönliche Meinung ist, klar, ich rauche jetzt mehr so, aber ich rauche auch trotzdem noch mal gerne so. Ich baue mir trotzdem noch manchmal den Kopf gerne mit Alufolie, das rüberziehen, das ein bisschen vorbereiten. Aber ich rauche auch gerne mit Kalu, beziehungsweise mit Smokebox, weil da zum Beispiel, es gibt manchmal Tage, der ist der Dölet ein bisschen faul, der baut er sich am Tag zum Beispiel 4 Köpfe, Dölet hat nur 2 Kaluts, dann baut er sich einmal mit dem silbernen Kalu, dann baut er sich einmal mit dem schwarzen Kalu und dann denkt er sich so, 3 Stunden später sind die zwar abgekühlt, aber den Tabak abkratzen hat er jetzt keinen Bock, da baut er sich einen Alufolie im Kopf und der 4. Kopf wird auch ein Alufolie im Kopf. So sieht manchmal mein Tag aus und am nächsten Tag mache ich dann die Kalut sauber. Das ist bei mir halt immer so ein bisschen. Ich rauche beides sehr, sehr oft, muss aber dazu sagen, Kaminaufsatz rauche ich speziellerweise gar nicht mehr, außer ich rauche Traubenminze auf meiner Trabi. So, das ist das Einzige, womit ich noch mit Kaminaufsatz rauche. Ich würde sagen, trotzdem wird es das noch geben mit Kamin versus Smokebox. Und ja, Freunde, das Video ist richtig lang geworden, denke ich mal. Und ich würde sagen, yep, wenn ihr bis hierhin gesehen habt, haut auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben raus. Wenn ihr bis zum Ende geschaut habt, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr bis zum Ende geschaut habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich glaube, das wird das längste Video, welches ich jemals gemacht habe. Bis dann, macht's gut. Ich wünsche guten Rauch. Schaut gerne mal beim Dölet vorbei, falls ihr noch kein Abo dagelassen habt. Ich denke mal, die meisten von euch werden ihn kennen. Wenn es euch gefallen hat beim David, lasst da sehr, sehr gerne ein Abo da. Ich fand's sehr nice. Mein persönliches Fazit wäre, es funktioniert mit beidem. Was euch besser gefällt, müsst ihr im Endeffekt wissen. Alu kostet am Anfang weniger, auf Dauer mehr. Leute, im Endeffekt, es müsst ihr wissen. Wenn ihr mich fragt, was ist mein Favorit, ihr seht's jeden Tag bei mir. In jeder Story, in jedem Video, in jedem Livestream. Ich bin einfach HMD-Fan. Sei es mit einer Harmony Bowl drunter, mit Moblaco, mit einem Mahalla, mit Schieß mich tot. Es gibt sehr, sehr viele gute Kalautköpfe. Aber so viel auf jeden Fall zu dem Video. War sehr nice. War ein sehr schönes Video von David. Hat mir lange gefehlt. So ein In-Depth-Video hatten wir schon länger nicht mehr beim David. Hat mir echt gut gefallen. War sehr, sehr nice. Leute, wenn ihr dieses Video sehr, sehr nice fandet, also meine Reaction auf das Video vom Dölet, lasst sehr, sehr gerne auch bei mir noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG.